Hallo Bastian, ich grüße natürlich auch alle anderen, die diesen Vlog schauen, aber dieser Vlog ist eine direkte Antwort auf deinen Vlog Bastian Urheberrecht, der mir, wie das meiste, was ich auch bisher von dir gesehen habe, wieder auch sehr gut gefallen hat. Wir waren ja länger nicht in Kontakt, ich hatte längere Zeit kein DSL, dann. Wenn ich mal Zeit hatte, hat mich auch manchmal die Länge deiner Videos abgeschreckt. Ich fand es aber wieder mal sehr zutreffend, was du dort an Aussagen gebracht hast, an Analysen dargelegt hast. Wie halt auch dieses Urheberrecht ein Machtinstrument ist, um Menschen von Wissen fernzuhalten. Wie gesagt, das ist alles, wo ich mit dir übereinstimme. Ich kann auch so eigentlich nichts, keinen falschen Gedanken an sich in deinem Vlog erkennen. Und doch habe ich ein gewisses Problem damit, dieses Urheberrecht als Einzelaspekt so grundsätzlich komplett zu ja, attackieren. Und das ist halt mehr eine politische Überlegung, die ich mir stelle. Also ich glaube, da trennt uns auch gar nichts, auch dafür, das Internet so frei wie möglich zu halten und jeden möglichen Datenaustausch zu ermöglichen und jede Vernetzungsmöglichkeit der Leute zuzulassen und da alle staatlichen Schnüffeleien rauszuhalten. Wenn es jetzt aber halt um dieses Urheberrecht geht, befürchte ich halt eine Abschaffung des Urheberrechts in diesem System jetzt zum Beispiel als einzelne Aktion. Könnte sich halt extrem schädlich auswirken, dadurch, dass viele Künstler dann halt wirklich nicht die Möglichkeit hätten, sich vernünftig zu diskutieren, finanzieren. Also das sehe ich halt als eine gewisse Problematik an. Ich bin ja genau wie du halt der Befürworter sowieso eines anderen Finanzsystems und einer anderen Verteilung der gesellschaftlichen Güter, das und ich denke, eine zukunftsfähige Gesellschaft wird sich auf Dauer auch nur so organisieren können, indem sie die Absicherung des Menschen zunächst einmal betreibt und dann diesen auch die Möglichkeit gibt, sich frei zu entfalten. Das Equal Money System ist da ja ein System, was da in die richtige Richtung geht. Solange dieses nicht ist, ist halt die Frage einfach, was macht man mit den Künstlern im jetzigen System? Wie kann da die Reihenfolge sein, in der man vorgeht? Ja. Das ist es. Ich hoffe, du hast so ein bisschen die Problematik verstanden, die ich damit habe. Ja, ansonsten war es das erstmal. Wünsche dir alles Gute, allen anderen, die jetzt diesen Vlog schauen, natürlich auch und einen schönen Abend noch.